Oh mein Gott, schon wieder diese Ösis. Robert, das kannst du doch nicht sagen. Ja, und somit herzlich willkommen bei einer weiteren Mod-Vorstellung. Wir Sachsen-Let's Player. Wir gucken uns den beziehungsweise die Map DDR-Zeitwandel V3 an. Der Modder hat mich gefragt, ob ich es denn gerne vorstellen würde und hat mir auch noch eine Quick-Tipp gegeben, was denn alles neu ist und was ich denn zeigen könnte. Und ja, ich zeige euch einfach die Erneuerung, die da ist. Und zwar, wir können jetzt hier in den Kuhstall ausmisten auf einer gewissen Fläche. Das ist eigentlich die aktuelle Kompletterneuerung dran. Es gibt auch noch neue Fruchttexturen, einige Performance-Fehler wurden ausgebessert und so weiter und so fort. Nun möchte ich aber euch erstmal das Ausmisten hier vorstellen, was wir genau hier haben. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ich hatte nämlich anfangs meine Probleme. So, das dürfte erstmal reichen. Ihr fahrt rechts in den Eingang rein. Also ihr seht das von hier hinten. Mal kurz rausholen. Hier ist die Güllegrube. Da fahrt ihr rechts hier rein. Schon rechts bleiben. Und fahren wir dann hier rein und dann zum Beispiel jetzt mit diesem Lizard-Bagger, natürlich solltet ihr darauf achten, dass ihr nicht hängen bleibt, so wie ich gerade mal. Ach ja, komm, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Nö, was ist denn das jetzt? Natürlich solltet ihr darauf achten, dass ihr nicht hängen bleibt, so wie ich. So, fahrt ihr also hier rein, macht die Schaufel gerade runter und da ist nämlich hier ein Trigger. Warte mal kurz. Gerade geht's jetzt nicht. Da ist nämlich hier ein Trigger und somit könnt ihr das Ganze nämlich dementsprechend aufladen. Der ist ziemlich weit hinten, wie der Gute mir gesagt hat. Seht ihr, seht ihr, seht ihr? Es hat geklappt. Genau, hier, genau so. Noch ein Stück, 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 noch ein Stück. Ja, genau so in der Richtung liegt auf jeden Fall. 57% haben wir jetzt schon mal eingesetzt. Ich habe noch nicht allzu viel Mist drinne. Bei euch wird dann natürlich, weiß ich nicht, wie viele Tonnen von Mist da drinne liegen. Ist jetzt bei mir aber noch nicht so der Fall. Ich kann jetzt natürlich noch mal schnell auf 12 Stunden hochstellen. So, genau, da gehen nämlich ja auch noch automatisch die Lichter an. Das muss ja auch mal gesagt sein. Schauen wir mal kurz noch in die Statistik. Aber Leute, ich mich hier verklickt. Genau. Stroh ist noch 3443 Liter drin. Und jetzt haben wir schon wieder über 10. Es müsste also über 10.000 Liter auf jeden Fall liegen, bevor ihr überhaupt ausmisten könnt. Weil ich hatte bei uns das Problem, dass das halt unter 10.000 Liter nicht so ganz gefunkt hat. So, nochmal ein Versuch. Nochmal ganz nach unten. Nochmal zum Trigger. Genau, haben wir wieder 65%. Also ihr merkt dann schon, wenn der Trigger kommt, genau hier, genau, also der befindet sich so hier in der Nähe, befindet sich der Trigger. Und ja, da schaffen wir das Ganze jetzt raus, denn wir haben jetzt hier draußen nämlich einen Mistplatz. Gut, da könnten wir jetzt die Uhrzeit auch wieder abstellen. Und da sollte ich euch sagen, bei dem Mistplatz, dass das Ganze auf 25.000 Liter maximiert ist. Ich kann ja mal kurz zitieren. Bitte erkläre, dass die Stallmistlein da, die da wächst, auf maximal 25.000 Liter begrenzt und erst ausgemistet werden muss, ehe sie wieder weiter wächst von neuem. Und das auch der Wert ist, der im PDA unter Misthaufen angezeigt wird und nichts mit den Haufen vor den Stall bei der Mistplatte zu tun hat, wo du den Mist aus dem Stall ja mit den Radlader hinkippst. So, das war jetzt mal zitiert, mehr oder weniger. Also das heißt, wir fahren jetzt hier den Mist raus, das ist ja die Mistplatte. Anhalten, hoch und einmal auskippen. Ihr seht, der Mist erscheint auch hier.
Was ich jetzt nochmal zu dem Zitat sagen sollte, falls das jetzt du in Eigenwort, das, was euch hier angezeigt wird, sprich PDA unter Misthaufen Liter, 10.020 Liter, was ich jetzt drin habe, ist der Mist im Stall und nicht der Mist hier. Das ist wieder was anderes, das ist der Mist im Stall da drinne. Also da drinne ist das der Mist. So, das war eigentlich die Hardcore-Erneuerung an der V3. Mir gefällt sie sehr, wohl bemerkt. Ich weiß noch nicht mehr, ob es das überhaupt gab. Alles ist natürlich ausbaufähig. Falls ihr euch die Mod downloaden, beziehungsweise die Map downloaden wollt, Link in der Beschreibung beim Modder bedanken und wie gesagt, Verbesserungsvorschläge oder konstruktive Kritik hinterlassen. Ich denke mal, die Map wird noch richtig, richtig, richtig geil. Auf jeden Fall ist das hier schon mal ein sehr guter Schritt in der Richtung ausmisten. Vielleicht kann man das irgendwann mal komplett machen. Gut, das war's in dem Sinne von mir. Etwas möchte ich euch noch warnen, liebe Kinder, auch wenn das hier so verlockend aussieht, das Loch, ja, nicht hinunterfallen, sonst sitzt hier richtig tief in der Scheiße. Robert, das kannst du doch nicht sagen.